Hauptquartier zurück. Aber. Los! Mein Sohn, das ist wie in einem Traum. Können wir dann auch gehen? Natürlich geht, aber ruiniert uns nicht den Moment hier. Ja, ich glaube, ich gehe dann auch mal. Warte, anscheinend war mein Ritual ein voller Erfolg. Irgendwie. Hier ist mein endloses Notizbuch. Ich hoffe, es hilft dir dabei, wieder nach Hause zu kommen. Danke. Und nimm meine endlos lodernde Kohle. Ich glaube nicht, dass ich noch jemanden verbrennen möchte. Danke. Und nenn mich Edward. Was machen wir mit uns, mit den Wachen? Sie haben uns gesehen. Wir müssen zuerst zurück in die Stadt. Was für eine Wendung. Aber der gute alte Gary wusste das schon. Aha, Jorik hat die Wette verloren. Und ich bin einen Schritt näher an meinem Ziel. Jetzt fehlt nur noch, zwei Sachen. Dann könnten wir das Portal bauen. Sprich, das Portal wieder anspringen lassen. Gabel und der Spiegel des Stolzes. Jetzt müssen wir nur noch den einen Boy retten. Und dann war's das auch. Stehen die eigentlich immer noch da oben rum? Nein, die sind jetzt weg. Okay. Müssen wir dann auf jeden Fall noch mit dem Müller sprechen und dem Bauern und dem Bauernsohn, weil die ja irgendwas haben, was wir wollen. Okay. Die bauen endlos viele Kürbisse an. Das ist unser Ziel. Wir wollen endlos viel Kürbis haben. Ich muss meine Arbeit erledigen, oder Vater wird furchtbar böse. Wegen der Weinflasche. Ich weiß, dass es eine dumme Frage ist, aber trinkst du zufälligerweise Wein? Was? Woher wusstest du das? Okay. Vielleicht dann nicht so dumm. Kannst du mir deine Flasche leihen? Also ich kann dir diese Flasche geben, wenn du mir versprichst, es meinem Vater nicht zu verraten. Abgemacht. Wo hat die Weinflasche? Es war einfacher als erwartet. Reden wir aber noch mit dem Müller. Mir ist so langweilig, wenn ich nichts zu tun habe. Oh ne, ich hab das Hopfen und so. Ich hoffe nicht, dass das jetzt im Video laggt. Wenn ich jetzt 22 FPS habe, 21, meine Fresse. Warum so wenig? Ich habe nichts gemacht, weshalb ich so wenig... Und wir haben einen Stern, das ist cool. Ah, der... Oh, da ist hier sogar noch Wein drin. Halbtrocken. Lecker, aber leider nicht genug. Jetzt schieben wir sie hier rein. Was für ein wunderschöner Tag. Wie lange bist du schon hier? Das ist der zweite Tag.
Nächster. Hohe Priesterin Klotho, ich habe eine bescheidene Bitte an den uralten Gott. Ich beeil dich, wir warten auch. Unser Gott lehrt uns, dass wir durch das Gebet alles erreichen können, was wir wollen. Also haben wir 3 Monate lang nichts gemacht, außer zu beten und... Arg, oh uralter Gott, ich flehe dich an, warum müssen wir so viel labern? Naja, jedenfalls ist uns irgendwann das Essen ausgegangen. Du bist ein anständiger Mann, mein Freund, der Urte Gott segnet. Ah. Sie ist einfach in Ohnmacht gefallen, Kette. Hilf mir, Klotho. Klotho. Mir geht es gut, Bella. Der Urte Gott hat mir eine Vision zukommen lassen. Schwester, ist da etwas Furchtbares ist auf dem Weg. Entschuldigung, aber was ist mit mir? Geh nach Hause und gönn dir etwas Brot, Salz, Kaviar. Nächster. Entschuldigung, ich hätte da nur eine klitzekleine Frage. Der uralte Gott ist kein Freund von Vordringlern. Okay. Klotho? Aber Klotho ist die verrückte Hexe aus dem Sumpf. Die letzten 200 Jahre haben der alten Saat nicht gut getan. Aber wo bist du in der ganzen Geschichte? Nun ja, wir sind ja erst am Anfang. Es wird Zeit weiterzumachen. Das nächste Ding ist eine uralte Türangel. Sie ist im Boden irgendwo zwischen dem Dorf und Dicos Haus begraben. Also finde sie und grab sie aus. Vielleicht kann ich auch nach mehr als einem Artefakt gleichzeitig suchen. Warum nicht? Der Legionärsheim befindet sich im Haus des Bauern. Das könnte schwierig werden. Aber denk dran, die Artefakte in der richtigen Reihenfolge zu verwenden, ist schon enorm wichtig. Okay. Ach nee, wir können ja den Ding gleich suchen, die Türangel. Wo ist die Türscharnier? Der Schreck naht. 11 vor der UA. Oha, das ist schon einiges. Gib ihm die... Tut mir leid, das Ding ist feucht und schmutzig. Ha! Lebende Schädel haben doch keine Angst vor ein wenig Schmutz. Die sind ja selber feucht und schmutzig. Quack, quack. Oh, der Esel. Oh, in Frieden, verschiedener Freund. Dein Weg führt dich nun über die uralte Brücke hin ins Land der Toten. Rennen wir sein Vermögen unter uns auf. Okay. Es ist voll nervig, wenn die am Wochenende sterben. Klotho, welche Überraschung? Tee, Kaffee, ein Humpen Met mit Pfeffer? Nein, einmal reicht, Digus. Unser Gott hat mir eine Vision geschickt. Ich sah Feuer, blutverschmierte Klingen und Leichen überall. Oh, und das uralte Portal. Eine Vision? Oh. Ich habe dich gewarnt, dein Herumexperimentieren mit Pilzen könnte... Ich brauche die Schlüssel zum Portal, du Witzbold, jetzt sofort. Tut mir leid, der uralte Gott hat mir verboten, sie anderen Leuten zu geben. Wie wäre stattdessen mit einem Stückchen Kuchen? Ich hatte eine Vision, Digus. Er will, dass wir das Portal benutzen. Schrei nicht so laut, Klotho. Das ist nicht gesund für Tausendjährige. Hör mal,
Hast du keine Angst um Radrick, dein Adoptivsohn? Und wirklich genau deswegen kann ich dir die Schlüssel nicht geben. Das Portal ist unberechenbar und gefährlich. Du hast Kuchen statt Hirn, du alter Narr. Oh, ich erinnere mich an diesen Ort. Dort hat mich der Wärter ausgegraben. Er suchte nach Knochen für seine Zombies. Und ich bin aufgewacht. Ich konnte mich an nichts erinnern, außer ich wollte Bier. Der Wärter hat mich Gary genannt. Oh, schon wieder Geld. Wow, jetzt bringt er nur einen Teil rüber. Interessant. Spiegelei, Bierdurst. Ich habe schon Blutdurst gelesen. Blutwurst. Irgendwas müssen wir ja verbrennen, bevor ich frage, warum jetzt auf einmal Brennholz. Ja, noch Kohle reinschmeißen. Wobei, wir kochen jetzt noch, was machen wir denn? Croissant, brauche ich Teig. Kann ich noch Teig machen? Ich habe keinen Gebäckteig. Also wenn das laggt, tut mir leid, aber ich habe keinen Plan, warum. Also sollte es, wenn ich draußen bin. Also ich muss mal gucken, warum das so ist. Das machen wir aber gleich. Zuerst mache ich noch den Teig. Komm, Teig. Und dann mache ich noch Croissants. Croissant! Dann pennen wir noch mal eine Runde. Und dann machen wir an der Stelle mal einen kurzen Break. Und ich gucke nach, warum das so ist. So. Ich hoffe, das geht jetzt wieder. Hast du einen kleinen Moment Zeit für mich, mein Freund? Ich habe dir zu danken. Dank dir kann ich stolz auf meinen Sohn sein. Ich habe lange gewartet, bis er den Tag, an dem er heimlich zu trinken begann. Echt jetzt? Ja, der Depp hat endlich den Mumm bewiesen, mir nicht mehr zu gehorchen. Ein Junge wird erwachsen. Wie gut, dass du mir nie von dieser Flasche erzählt hast. Okay. Meine FPS sind immer noch so. Ich verstehe das nicht. Warum? Es war die ganze Zeit sonst auch nie so. Dass es so zum Spinnen anfängt. Chemistenrezept. Benutzen. Baumspray. Okay. Warum auch immer ich das gekriegt habe. Oder von woher? Wir gehen jetzt zum Ding. Genau, wir gehen jetzt zum Bauern.
gucken, dass wir ein Legionärshemd kriegen. Und dann können wir die nächste Erinnerung machen. Ist erschlossen, bis ich 40 beim Bauern erlangt habe. Das klingt jetzt komisch, aber könnte ich etwas in deinem Haus ansehen? In meinem Haus bist du verrückt. Du willst mich doch nur beklauen. Nein, nein. Ich will mich nur über die Landwirtschaft unterhalten. Bitte. Ich rede nur mit Profibauern über die Landwirtschaft. Bring mir eine Karotte, so groß wie ein Holzscheit ist, dann lasse ich dich rein. Groß wie ein Holzscheit? Oje, brauche ich magische Unterstützung. Bring die Hexe eine Karotte und bitte sie. Und bitte sie zu vergrößern. Das können wir machen. Ich glaube, das ist im Rahmen des Möglichen. Ich frage jetzt nur, ob sie jetzt da ist. Schauen wir erstmal, ob wir eine Karotte finden. Oh, der hat ein bisschen gelitten. Und der ist sogar gut. Mal schauen, ob das morgen so ist. Wenn ich meinen. Nachdem ich meinen PC neu gestartet habe. Wir haben ja eh nichts mehr zu tun, so. Dass ich jemals bei Gravehead Keeper FPS-Probleme hätte, hätte ich nie. Hätte ich nie erwartet. Wirklich nie. Das stört mich jetzt auch. Rüstung der Karotte. Liebste Kloto, kannst du was vergrößern? Ah, jede Woche, na. Jede Woche, na klar. Kann ich dein Ding vergrößern? Nein, nein, nicht das. Du sollst eine Karotte vergrößern. So, kann man das auch nennen? Nein, nein. Du sollst eine echte Karotte so groß wie ein Holzscheit machen. Oh, das ist ja noch einfacher, aber im Gegenzug will ich ein Date. Ein Date? Hör mal, ich habe etliche Macken und außerdem... Nein, nicht mit dir, Süßer. Auch wenn du ziemlich niedlich bist. Ich meine mit dem süßen Ingenieur Corey. Okay, ich werde versuchen, dir ein Date zu organisieren. Schlage ein Date mit Kloto vor. Okay. Können wir probieren. Ich habe auch kein FPS damit angeschaltet, aber das ist ja. Würde eh nichts. Lol. Was? Gibt's hier nichts, was wirklich. Was ist das? Das beschäftigt mich, ist das Problem. Da ist ein Fehler, der ist da und ich habe keine Ahnung, warum. Vor allem, wenn's. Oh, der ist auch nice. Vor allem, weil es vorher halt nichts anderes war. Ich war zuvor nichts. Ich hatte zuvor keine Probleme. Und jetzt auf einmal doch. Ich schau mal, wie es morgen ist. Ob sich das legt oder nicht. Das kann ja auch passieren. Vielleicht muss ich auch meinen Grafiktreiber updaten. Und ich muss gucken, ob der Kaspersky vielleicht abläuft. Ne, wobei. Der macht zwar auch immer Probleme dann, aber...
Nehmen wir erstmal das Blut und wir machen das Fett weg. Mach das Fett weg, das Fett weg. Egal, der ist gut genug. Besser als gut eigentlich. So, den hauen wir dann auch nochmal so eine Goldinjektion rein, damit das schöner ist, der Boy. Und dann war's das. Ja, dann mache ich an der Stelle mehr oder weniger wieder einen Break. Jetzt habe ich 2 Folgen. Mehr wollte ich jetzt nicht. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach morgen weiter. Oder ich gucke dann mal, ob es dann dementsprechend besser ist. Und ich hoffe es mal. Wenn nicht, dann muss ich da echt gucken. Dann muss ich extra nachgoogeln, warum das so ist. Oder ob es da schon immer öfters Probleme gab. Aber in dem Punkt sage ich dann mal bis später. Bis später, Peter. Und dann schauen wir mal, ob es besser geht oder nicht.